Sie führen ein Leben unter Strom. Familie Ochoa betreibt private Ambulanzen in Mexiko-Stadt, weil es zu wenig öffentliche Krankenwagen gibt. Die Regierung hat zu wenige Einheiten. Vielleicht haben sie 70 oder 80, aber es fehlt ihnen an Personal und an Ausrüstung. Wer zuerst bei den Verletzten ist, hat Chancen, etwas Geld zu verdienen. Es ist ein Kampf um jeden Patienten. Aber auch oft um die Bezahlung. Ein kurzes Gebet, möge alles gut gehen, so beginnt der Arbeitstag der Ochoas. Hoffentlich denkt Gott an uns und schickt uns was Gutes. Es sind viele Stunden, die Fernando Ochoa und sein Schwager auf der Lauer liegen. Warten, ob etwas passiert, ein Unfall, eine Schießerei. Etwas, wo sie mit ihrer Privatambulanz gebraucht werden. Die Ausrüstung liegt bereit. Die beiden haben sich in einem besseren Viertel der Millionenmetropole postiert. Wenn, gibt es hier etwas zu verdienen, wo die Leute Geld haben. Das hoffen sie zumindest. Naja, wir haben manchmal Tage, wo nichts passiert ist. Wir müssen trotzdem Geld ausgeben für Essen und Benzin. Wir hatten schon mal 2 Wochen nichts verdient. Also ohne irgendeinen Transport, irgendeinen Unfall. Es geht in den Straßenkampf. Motorradunfall ganz in der Nähe. Los, fahr! Platz da! Stell dir vor, es wäre dein Angehöriger! Es ist ein Rennen gegen die Zeit und gegen andere Ambulanzen. Diesmal schaffen sie es als Erste zum Unfallort. Eine junge Frau hat sich wohl Rippen gebrochen, ihr schmerzt die Brust. Und während drinnen die Versorgung beginnt, geht es draußen ums Geld. Wie ist der Unfall passiert? Wir haben die Spuren gewechselt. Bist du versichert? Nein. Werden Sie uns den Transport berechnen? Ich berechne 1.500 Pesos. Wollen Sie eine private Ambulanz oder eine der Regierung? Das hat beides Vor- und Nachteile. Wir warten darauf, dass Sie uns sagen, wohin wir dich bringen. Die junge Frau hat keine Versicherung, wie so oft in Mexiko. Und die Familie hat kein Geld, um den Transport zu bezahlen. Die Ochoas liefern sie trotzdem im Krankenhaus ab, obwohl sie damit nichts verdienen. Immerhin bin ich zufrieden, dass wir vor der anderen Ambulanz da waren. Es ist eine Gratwanderung. Zwischen der Sorge ums eigene Überleben und dem Wunsch zu helfen. Und da ist die Hoffnung, dass sich doch noch etwas ergibt. Denn am öffentlichen Krankenhaus warten Dutzende. Tatsächlich, eine Frau mit Diabetes bittet um Hilfe. Im Krankenhaus wolle man ihr kein Medikament geben, sagt sie. Da springen die Ochoas ein. Ich habe ihm gesagt, ich fühle mich sehr schlecht. Sie hatte einen Blutzucker von 380, wo doch 80 bis 150 normal ist. Im Krankenhaus sagten sie, das sei kein Notfall. Nehmen Sie meine Nummer mit, falls etwas ist. Ein paar hundert Pesos Verdienst und kurz Zeit für Tacos im Stehen. Doch jeden Moment könnte wieder ein Anruf kommen, ein Leben auf Adrenalin. Fernando macht das schon 37 Jahre. Denn in Mexiko-Stadt gibt es zu wenige öffentliche und damit kostenlose Ambulanzen. Für 9 Millionen Einwohner sind pro Schicht nur etwa 70 Krankenwagen im Einsatz und die kommen kaum hinterher.
Die Lücke füllen Kleinunternehmer wie die Ochoas, ein Geschäft, in das Fernandos Söhne eingestiegen sind. Sie rüsten ausrangierte Krankenwagen auf. Reich werden sie nicht, aber ja, sie verdienen mit der Not anderer, aber nur weil der Staat versage. Wer meine Hilfe nicht will, dem sage ich, dann warten Sie eben auf eine öffentliche Ambulanz. Aber wie lange? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? Ich gehe zum Einsatz. Gehen wir. Ein Unfall. Wo ist das? Mach Platz! Weg da! Weg da! Stell dir vor, es ging um deine Angehörigen. Fünf Minuten noch. Los, fahr, mach Platz, denk dran, das könnten deine Angehörigen sein. Diesmal waren andere offenbar schneller. Für die Ochoas gibt es nichts mehr zu tun. Trotz der Fehlschläge, einen anderen Job will Fernando Ochoa nicht. Seine Ausbildung als Sanitäter sei anerkannt und die Privatambulanz korrekt registriert, betont er. Die Dokumente hat er an Bord. Dass andere Ambulanzen zu hohe Preise verlangen, könnte schon sein, er aber nicht. Ihn ärgert, dass die Regierung die Arbeit der Privaten häufig nicht anerkenne. Wieso sagen die nicht, komm, ich gebe dir 500 Pesos für Benzin, weil du da warst, um zu helfen, während meine offizielle Ambulanz nicht da war? Also nimm, ich gebe dir 500. Warum sagen sie das nicht? Na, weil es ihnen nicht passt. Manche nennen die Ambulanzen falsch, aber wir waren am Unfallort, um dem Patienten zu helfen, während keine der offiziellen Ambulanzen da war. In der Nacht übernehmen Fernandos Söhne. Und es sind lange Nächte auf der Partymeile, weil sich hier am meisten tut. Zwei Cola bitte. Die Brüder sind erst um die 20. Aber die Ambulanz sei ihre zweite Heimat. Als Kinder waren sie schon mit ihrem Vater unterwegs und haben jetzt selbst eine Sanitäterausbildung, sagen sie. Es gibt nicht zertifizierte Ambulanzen. Einige sind mit falschen Kennzeichen unterwegs. Es ist wie mit allem. Es gibt gute Polizisten und schlechte Polizisten. Es gibt gute und schlechte Ärzte. Zu Beginn der Arbeitsnacht müssen sie erstmal Geld vorstrecken. Beim Tanken sind 1000 Pesos, gut 50 Euro, schnell weg. Es ist ein ständiges Rechnen und hoffen, dass sie die Ausgaben wieder reinbekommen. Doch der Wechsel zwischen Adrenalin und Langeweile hat alle Ochoas gepackt. Ein rauer Job, aber ein schöner, sagen sie. Stressig ist es nicht, aber es ist ermüdend. Aber du lernst alle möglichen Situationen kennen und damit umzugehen. Aber klar, es ist ermüdend. Die Notfälle kommen aus dem Nichts. Wieder ein Unfall. Ein Auto hat einen Mann erwischt. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzungen sind. Wie heißt du? Julio? Wie fühlst du dich, Julio?
Welcher Tag ist heute? Na? Wer ist der Präsident von Mexiko? Wie sieht das hier aus? Ist das ein Kombi, eine U-Bahn oder wo sind wir hier drin? In einer Ambulanz, genau. Während sie routiniert arbeiten, kommt auch die öffentliche Ambulanz, gerufen von der Versicherung des Unfallwagens. Weil der Patient nicht in Lebensgefahr schwebt, müssen die Ochoas ihn übergeben und gehen wieder leer aus. Jetzt guck mal, wie lange die vom Roten Kreuz gebraucht haben. Wir waren schon fertig, da sind die erst gekommen. Wie viel schneller wart ihr denn? Wir waren fast eine halbe Stunde eher da. Wenn wir nicht gekommen wären, wenn er einen Infarkt gehabt hätte, wäre er verstorben. Unser Einsatz war quasi freiwillig. Wir waren schneller als die öffentliche Ambulanz und haben geholfen. Aber wenn er schwer verletzt gewesen wäre, hätten wir ihn selbst ins Krankenhaus gebracht. Ein kurzer Moment des Frusts. Dann geht es weiter. Solange es zu wenige Ambulanzen gibt, solange werden sie zu Notfällen fahren und damit Geld verdienen.